Hallo und willkommen beim Tele Shopping bei Schießstand. Heute wollen wir euch das beste Zubehör für die DJI Mavic vorstellen. Oder wie es als Clickbait heißen würde, die Must-Haves für die DJI Mavic. Die Links zu den hier vorgestellten Produkten findet ihr in der Videobeschreibung. Anfangen wollen wir mit den Schlafplätzen für eure Drohne. Und hier macht den Start eine Kameratasche von Crumbler. Diese zweckentfremden wir. Diese kostet 40 Euro bei Amazon. Und hat drei Taschen, eine für die Drohne, für die Fernbedienung und dann noch für anderes Zubehör wie Akkus. Und hier oben ist noch eine kleine Tasche für Speicherkarten etc. Das ist eine günstige Lösung, kann man in jeden Rucksack reintun. Und schön geschützt, schön gepolstert, außen Neopren, bisschen wasserabweisend, eigentlich eine ganz gute Lösung. Ja, das Mittelklasse-Modell hier bei uns ist jetzt die Tasche aus dem Combo-Set. Die ist eigentlich echt gut verarbeitet. Das hätte man am Anfang vielleicht nicht gedacht von so China-Hersteller. Ist natürlich exakt zugeschnitten für die Größe der Drohne. Also die Mavic passt da wirklich optimal rein. Gib mir mal die Fernbedienung. Genau. Der Nachteil ist halt nur, dass das Teil gleich mal 90 Euro kostet. Also das lohnt sich eigentlich fast nur, wenn ihr das zusammen mit dem Combo-Set kauft, weil dann alles zusammen günstiger ist. Man kriegt hier aber auch schön die Akkus rechts und links unter. Kannst ja mal den da reinpacken. Und hier vorne ist sogar noch Platz für ein paar Käbelchen, Ersatzpropeller und sonstiges Zubehör. Ja, die sieht auch einfach ein bisschen sportlicher aus. Ja, sieht halt eigentlich aus wie einfach eine kleine Kameratasche von früher, was so dein Opa über die Schulter sich gehängt hatte. Genau. So, die Luxuslösung hier ist ein Koffer mit passendem Schaumstoffzuschnitt für die Mavic. Das ist dann halt wirklich robust, wenn man das Ding auch mal runterschmeißen will, wasserfest. Ich weiß jetzt nicht bis wie viel Meter, aber das findet ihr bestimmt über den Link raus. Ah, der kostet allerdings auch 150 Euro. 120. Passt perfekt rein. Fernbedienung braucht man dann natürlich auch keine Schaumstoffabdeckung mehr. Denn die passt hier exakt zugeschnitten in das Fach rein. Ja, alle anderen Geräte passen natürlich auch rein. Genau, die Akkus. Ich gebe mir noch den Akku. Ich habe hier auch noch einen. Sieht natürlich auch echt gut aus, so schön sortiert. Wenn man das dann aufmacht, weiß man gleich, wo alles sitzt. Einziger Nachteil ist halt, dass dadurch der Größenvorteil flöten geht. Also ich meine, man sieht das ja schon hier schön als Vergleich. Ich meine, das wird auch nicht jeder brauchen, oder? Ja, auch für Autos ist es wirklich gut geeignet und für jemanden, der nicht so gut auf seine Sachen aufpasst. Wie du. Ja. Als nächstes möchten wir euch ein Filterset von VGY vorstellen. Dieses gibt es für 60 Euro bei eBay. Das Filterset enthält einen UV-Filter, einen CPL-Filter und ND-Filter 4, 8 und 16. Die Filter werden hier ganz einfach auf das Objektiv von der Mavic aufgeschoben. Innen an den Filtern ist Samt, damit das ordentlich hält. Und der Vorteil von diesen Filtern ist, dass die auch vorm Initialisieren der Kamera schon montiert werden können, da die nicht am Gimbal anschlagen. Alternativ dazu gibt es noch Filter von Taco RC. Die sind genauso klein und können vorher montiert werden. Und Filter von Polar Pro, aber die aktuelle Serie von denen ist leider ein bisschen größer und schlägt am Gimbal an beim Initialisieren. Die neue Serie von denen, die das dann auch kann, die kostet aber leider 150 Euro. Na Hut ab. Durch die geringe Bodenfreiheit kann schon jeder Grashalm beim Starten und Landen stören. Deshalb lohnt sich eine Start- und Landeplattform. Wir nehmen dazu zum Beispiel einen Fotofaltreflektor. Ist eigentlich nicht viel anders als die speziellen Landematten, die man bei eBay findet. Der Vorteil ist nur, man kann den auch noch zum Fotografieren gut verwenden. Wenn ich den hier aufmache, kann ich das Teil schön auf den Boden legen und habe einen glatten, super Untergrund für meine Drohne. Kostet 10 bis 20 Euro. Also für jeden erschwinglich und wer zum Beispiel auch noch nebenbei Fotos macht, wird sich über die anderen Funktionen davon gut freuen. Für die DJI Mavic braucht man eine MicroSD-Karte. Wir empfehlen dafür die SanDisk Extreme. In unserem Test von 7 verschiedenen Speicherkarten von 3 Herstellern, den ihr hier oben findet, war sie nämlich die
schnellste Karte lesend und die zweitschnellste Karte schreibend und bietet den besten Kompromiss aus Preis und Leistung. Außerdem empfiehlt es sich, eine Gegenlichtblende aus dem Gimbal-Cover zu basteln. Dazu gibt es seit kurzem ein Video bei YouTube und das Ganze sieht dann so aus. Das Problem ist nur, dass der Bewegungsfreiraum der Kamera dadurch eingeschränkt wird. Und wenn das auch im Fotomodus funktionieren soll, ist der Effekt kaum noch sichtbar. Aber es besitzt die einzige Möglichkeit, Lensflares zu vermeiden. Es gibt auch ein paar Teile aus dem 3D-Drucker, die ganz praktisch sind. Zum Beispiel gibt es erhöhte Landebeine, die ihr hier vorne und hinten an der Drohne befestigt, um euch mehr Bodenfreiheit zu geben. Wenn ihr aber schon eine Landematte habt, braucht ihr die eigentlich nicht. Außerdem gibt es noch Transportsicherungen für die Sticks. Bei denen haben wir aber ein bisschen einen Griff ins Klo gemacht, da sie hier Abreibung an den Sticks verursachen. Bessere Erfahrungen haben wir mit dem selbstgebauten aus Schaumstoff. Genau, und zu guter Letzt gibt es noch Tablet-Halterungen. Da können wir euch aber leider keine Empfehlung geben, da unsere nicht aus dem 3D-Drucker stammt. Um eure Mavic zu pimpen, gibt es online tausende verschiedene Sticker, die eurer Drohne einen manchmal fragwürdigen persönlichen Touch verleihen. Und manche sind so hässlich, dass sie schon wieder schön sind. Mit dem angesprochenen Tablet-Halter könnt ihr dann auch Sonnenblenden für euer Tablet verwenden, um Reflexionen auf dem Display zu minimieren. Warte, ich bin gleich soweit. Genau. Das geht natürlich nicht, wenn ihr das Tablet in die Fernsteuerung selbst einklemmt. Warte, machen wir das Ding noch rein. So. Sichtschutz und Sonnenschutz. Damit keiner guckt, wen ihr bespannert. Mit dem mitgelieferten Kabel von DJI hatten viele schon Probleme und sie scheinen auch nicht die robustesten zu sein. Aber leider gibt es für den seitlichen Eingang keine andere Alternative. Aber es kann natürlich nicht schaden, ein anderes Kabel für den unteren Anschluss mit in der Tasche zu haben. Ich habe hier zum Beispiel eins von Trust. Das ist ein schönes Silikonkabel, sehr weich. Das könnt ihr in den unteren Anschluss befestigen und trotzdem seitlich ins Smartphone stecken. Hat die perfekte Länge dafür. Dabei ist wichtig, dass ihr entweder ein Kabel nehmt, was ein flaches Stück hat und einen kurzen Stecker. Oder ein Kabel mit einem gewinkelten Stecker, der dann quasi nach unten rausgeht. So. Da ist der Vorteil, dass ihr dann auch ein Handy verwenden könnt, was eine Hülle drum hat. Das funktioniert sonst nicht, weil das Kabel sonst exakt in die Haltezangen der Fernsteuerung ragen würde. Und zu guter Letzt noch zusätzliche Ladegeräte, wie zum Beispiel dieses Mehrfachladegerät hier für 70 Euro von eBay. Aber das braucht ihr eigentlich nur, wenn ihr alle Akkus innerhalb von einer Stunde wieder voll haben müsst. Beim Combo-Set ist noch dieser Vierfach-Ladehub und ein Kfz-Ladegerät dabei. Den Vierfach-Ladehub kriegt man einzeln für 45 Euro und das Ladekabel für den Kfz für 55 Euro. Alternativen zu dem Kfz-Ladegerät gibt es aber bei eBay schon ab 12 Euro. Das war jetzt erstmal genug Mavic-Zubehör für heute beim Teleshopping. Jetzt müssten die sexy Sportclips folgen. Ciao! Und bietet den besten Kompromiss aus Preis und Leistung. Gut? Ja, super. Scheiße! Der Blöder liegt genau in dem anderen Loch. Ernsthaft? Genau in dem Gegenüber. Okay, dann können wir so nach. Ich hab schon gedacht, hab ich alle, das ist halt alles fein, oder? Ist auch wirklich kalt. Wie zum Beispiel dieses hier für 70 Euro von eBay. Wie du drauf guckst. Herrlich. Komm, jetzt kann ich. Ich habe jetzt gerade gezeigt, jetzt hier irgendwo hin. Nein! Zusätzliche Ladegeräte. Wie zum Beispiel dieses Mehrfachladegerät hier von 70 Euro bei eBay. Von 70 Euro bei eBay. Ja, so, wir müssen den Abschluss, ja, die Einleitung wieder zum Schluss bringen. Das ist gerade die sexy Sportclips. Genau. Ja. Das machen wir. Dann jetzt kommt das Schießband-Logo. Genau. Und dann kommt auch irgendwie, wie geht ein Teleshopping irgendwie? So eine geile Melodie noch einblenden. Ja. So, dann kannst du die Mavic in die Hand nehmen. Und
Für dich ist es zu lang die Szene. Du musst doch die Probe ja noch nicht gerade machen, ich wollte jetzt nicht sagen.